Wir sind hier heute bei der Premiere des Audi Q2 in Hamburg. Der wird hier heute im Rahmen einer Modenschau präsentiert. Natürlich geht es hier nicht um die Models, sondern um das Auto. Darum haben wir ein paar Lifestyle-Experten gefragt, was sie denn von dem Audi Q2 halten und ob er das Zeug hat, die Laufstege der Welt zu erobern. Einer unserer Experten ist Andy, der hier an meiner Seite ist. Andy, stell dich doch einfach mal selber vor. Ich bin Andy, komplett bei Instagram. Man kennt mich unter AndySuriAndy. Ich habe gebloggt angefangen seit 2010. Wie gefällt dir der Q2 oder was gefällt dir besonders am Q2? Q2 finde ich die am besten. Man kennt ja, ich bin ja von Fashion Blogger. Ich kenne nur den Begriff von Fashion. Man besser sagt man das Cutting. Wenn die Cutting stimmt, dann die Collection stimmt. Weil diese Auto finde ich die Kurve oder die Griffe, was nennt man das? Sieger. Mega toll. Ich finde es sexy. Deshalb das macht es auch für die Herren auch mehr begeistert. Bei mir ist jetzt Lilly Holunder. Die Männer werden Sie als Frau von René Adler kennen, HSV-Torwart, aber die Dame hat noch ganz andere Qualitäten. Ja, will ich auch schwer hoffen. Ich bin Schauspielerin in erster Linie und ab und zu moderiere ich auch mal. Und was gefällt dir am Audi Q2 besonders gut? Also ich mag allgemein gerne diese sportlichen Autos, die in die Richtung SUV gehen. Das ist ja ein kleiner SUV. Da weiß ich, da passen meine Hunde rein, der darf auch mal dreckig werden und dem macht das nichts. Das finde ich super. Und jetzt? Du als Lifestyle-Expertin, hat der Audi Q2 den Style-Faktor? Ja, definitiv. Spätestens, wenn man so eine coole Karre hat, die so ein bisschen gröber ist, ja, da erwartest du, dass ein Mann aussteigt. Wenn dann aber ein süßes kleines Mädel rauskommt, dann ist es ziemlich stylisch, ja. Hat dieses Auto für dich das Zeug zum Oldtimer? Ich muss ehrlich sagen, ich bin kein Oldtimer-Spezialist, aber ich würde eher zu Nein tendieren, obwohl es wirklich ein super Auto ist und ich mich auch direkt schockverliebt habe. Aber so SUVs habe ich eher seltener als Oldtimer gesehen und würde, glaube ich, eher so ein Audi R8 dann als klassischen Oldtimer in 50, 60 Jahren dann sehen. Festhalten, Einstiegspreis nackt, ohne coole Lichter, 25.000 Euro. Ist das ein gerechtfertigter Preis oder würdet ihr sagen, das ist zu teuer? Ja, mir wäre ja zu teuer, würde ich eher zu einem anderen Modell greifen. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Zielgruppe, mit der ich das Auto identifizieren würde, unbedingt so viel Geld für ein Auto ausgibt. Was ist denn die Zielgruppe, mit der du das Auto identifizieren würdest? Junge Familien, Stadtmenschen, Berufseinsteiger, so in die Richtung. Wir haben jetzt einige Lifestyle-Experten zum Audi Q2 gehört. Fassen wir nochmal zusammen. Das Design stimmt, innen wie außen. Da hat Audi vieles richtig gemacht. Außerdem sagt Lilly Holunder, dass es ein richtig gutes Alltagsauto ist, das trotzdem Eindruck macht, wenn man damit vorfährt. Allerdings gibt es auch einen Negativpunkt. Der Audi Q2, so wie er hier steht, kostet mindestens 42.000 Euro. Und da ist es so wie mit einer guten Designerhandtasche. Die ist wirklich schön, aber da muss man auch verdammt lange für sparen.